Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Nein, Mundhaun. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mundhaun. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir folgen hier gerade der Seilbahn ins Ungewisse. Wir sind immer noch im Bunker von dem guten Walter. Und ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass wir endlich ein Gewehr finden könnten. Es wäre einfach so schön. Dem Seil, Benlein folgen. Haben wir geschafft. Wir sind gerade so langsam, ich mache das nicht selber. Wir haben wieder ein schönes Schattenspiel. Wir haben den bösen alten Mann. Und entweder sind das die Gegner aus dem Krieg, die er für uns vernichtet hat, an dem besagten Abend der Vision. Oder es sind unsere Leute, obwohl wir nicht so viele waren. Na gut, wir schauen uns den Spaß mal an. Was kommt jetzt? Ich denke, wir werden den alten Mann mal wieder sehen. Er war doch länger nicht da. Wir haben wieder eine Vision. Wir sind wieder auf dem Berg. Ich möchte kurz gucken, ob ich die Laterne mitnehmen kann. Macht eigentlich keinen Sinn, weil wir haben schon eine. Aber man muss auch mal probieren. Ja, mal schauen, ob wir des Rätsels Lösung langsam näher kommen. Gut, das ist der Berg. Und ein Plan dazu. Ich rede von der Voss. In Nome non battegiada, ma del brat, sa tra gli nemici la knife. Der Takt mit dem Teufel, genau, der Pakt mit dem Teufel natürlich. Der Fornil di Javel di Svenster che questa obbligazione è adempida. Al domizil del creditur all'interno del Mundeum. Was habt ihr damals nur gemacht? Och, hallo kleine Geiß. Hier ist wieder der Betrunkene. Ich glaube, das war der Walter. Aber mit ihm können wir nicht weiter in... Oh, ein Gewehr. Gib es mir. Keine Chance. Wir haben wieder besagtes Szenario. Ui, er ist jetzt da. Lu eisi schia. Il tot pusent ha di misericordia con nostras almas. Oh, er unterzeichnet. Das ist ein großer Fehler, Großpapa. Oh. Tu hast in Orden, Kuchipera. Kommst hier nicht vorbei. Nein. Du nicht. Ah, okay, ich lass es. Ja, er wird jetzt wahrscheinlich die Feinde unter dem Schnee begraben, so wie es drauf stand. Aber dafür muss die ungetaufte Seele büßen. Da oben kommen die Gegner.
Und er hat die Lawine ausgelöst. Aber ich würde ja fast behaupten, die kommt auch hier zur Hütte. Wow. Er ist auch Moses, er kann Schnee spalten. Dafür habt ihr eure Seele verkauft. Und er verschwindet wieder. Ist die Frage, ob wir verkauft wurden? Weil wir haben ja die Gabe, dass wir, so wie es jetzt scheint, halt, wenn wir die Bilder malen, dass die auch wirklich entstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur der Maler ist. Jemand hatte mich in den Kommentaren da drauf gebracht. Danke erstmal dafür. Muss mal gucken, ob ich den Kommentar, also den werde ich wiederfinden, aber dass ich ihn vielleicht nochmal einblende. Weil Serpentini hatte ja auch zu uns gesagt, warum wir Trottel mit so einer Gabe oder sowas versehen wurden. Anscheinend sind es vielleicht doch nur wir, die die Bilder zum Leben erwecken können. Und nicht der Maler an sich. Ich wollte gerade sagen, das sah doch so aus wie das Schloss an der einen Tür. Sehr gut. Okay, im Bunker schlafen. Ja, solange wir wieder eine Nacht lang in Schutz bleiben können, habe ich nichts dagegen. Gucken, ob wir im Zimmer von der Kleinen schlafen dürfen. Also ohne sie natürlich. Aber ich glaube, da stand ein Bett. Ja, und dann können wir höchstwahrscheinlich dann ins Haus vom Opa zurück. Und das eine Zimmer noch besuchen. Okay, da möchte ich mich jetzt nicht dazulegen. Aber ich konnte gerade was auswählen. Nur die Frage, was das war. Kommt leider nicht wieder. War schon wieder da, aber immer nur ganz kurz. Das ist manchmal ein bisschen komisch gemacht im Spiel. Ja, schon wieder jetzt. Super, dafür habe ich mich jetzt angestrengt. Mal schauen, wo wir noch ein Bett finden. Hier war nur die Toilette. Wir könnten uns auch langsam mal wieder entleeren, ganz ehrlich. Noch eine Gabel. Wir waren echt lange nicht mehr auf Klo und wir haben eine Menge Kaffee getrunken. Nicht, wenn ich auf Toilette bin. Oh. Ach du Scheiße. Strohmann. Geh runter vom Klo. Alter, ich kann nicht runter vom Klo. Gabel ist weg. Kann sie aber auch gerade nicht mehr auswählen. Wir hatten ja eine. Hier im Inventar selber finde ich sie nicht. Ah, jetzt. Ey, da will man einmal in Ruhe auf Toilette gehen. Kommt ja so ein Mist. Hände waschen ist leider nicht. Da vorne ist der. Ja, voller Attack. Ach. Da kommt der nächste. Ich dachte, wir sind hier unten sicher. Komm schon. Schlag zu. Und noch ein zweites Mal. Ah, die Gabel ist schon wieder fast kaputt. Zack, er ist tot. Oh Gott, wir haben nichts mehr.
Die Heugabel ist kaputt und wir sind gleich tot. Ach, das ist aber auch ein Mist. Warum sind wir denn hier unten nicht sicher? Und warum haben wir nur eine Heugabel, die nichts bringt? Anbrennen kann ich die anscheinend auch nicht. Das wird mir zumindest nicht angeboten. Wir sind gleich tot, ja. Ach, Mist. Das ärgert mich irgendwie noch so ein bisschen, ehrlich gesagt. Dass man sich absolut nicht wehren kann. Mehr Kaffee hätten wir bis jetzt noch nicht trinken können, diese mistigen Mistgabeln. Die sind nach ein paar Sekunden kaputt. Müssen wir jetzt nochmal die ganze Vision durchspielen? Nee, ne? Achso. Sollte die Nacht hier verbringen? Ja, das wissen wir. Ja, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Also, dass man sich so absolut null wehren kann. Dass die Gabel halt so schnell zerbricht und man, wenn es überhaupt, oder wenn überhaupt man es schafft, mal einen so einen Strohmann zu erledigen, aber sobald ein zweiter da ist, ach, ich weiß auch nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Aber habe ich die jetzt wirklich dadurch gerufen, dass ich auf Toilette gegangen bin? Ich weiß halt nicht, wo wir sonst am besten schlafen. Vielleicht, ach hier waren, ach stimmt, hier waren Betten, aber die waren ja alle belegt. Da ist Walter, hier haben wir noch ein Bett. Können wir die Tür noch zumachen? Und dann hauen wir uns halt hier einmal hin. Ja, super, okay, also haben wir wieder ein bisschen vorgegriffen. War gar nicht so, also ich hab's ja nicht gewusst. Aber alles klar, das heißt, wenn ich auf Toilette gehe, kommen die Gegner und wir müssen es schaffen, irgendwie hier hinterzukommen. Wir sagen ihr trotzdem nochmal gute Nacht. Also anbrennen hat es jetzt wirklich auch nicht gezeigt mit den Streichhölzern oder sowas. Ich weiß nicht, wir können die so anwählen, aber das bringt ja gar nichts. Ich glaube, anbrennen ist nicht der Weg. Ach Mist, jetzt müssen wir wirklich nochmal auf Klo. Warum dann? Ach, da hängt die Gabel hier hin. Während wir auf Toilette sind, alles klar. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir am besten an denen vorbeikommen. Also entweder abwarten und hoffen, dass die ein Stück weiter weggehen. Dass wir uns dran vorbeischleichen können. Oder ich weiß es einfach nicht. Wir haben halt wirklich nur Fernglas und das Ding. Sobald ich hier um die Ecke gehe, hat er mich ja vorhin direkt gesehen. Wir haben ja auch kein Stroh auf dem Boden, was wir eventuell anzünden könnten. Weiß nicht, ob wir dadurch schleichen, dass er uns dadurch weniger mitkriegt. Jetzt hat er sich rumgedreht. Kann ich mir nicht einfach ein Gewehr malen? Das müsste doch funktionieren. Ah, okay, alles klar. Er läuft jetzt hier dran vorbei und der zweite, mit dem müssen wir uns wahrscheinlich anlegen. Ah ne, hier liegt Stroh. Das heißt, wir können das anzünden und es müsste ihn abfackeln. Richtig? Warum braucht das so verdammt lange? Ah, jetzt müssen wir selber durchs Feuer. Das war nicht der schlauste Weg. Ach komm. Und wir sind schon wieder komplett blockiert hier. Warum brennt der nicht? Muss doch brennen. Ist er jetzt wieder aufgestanden?
Jetzt kommt wieder einer. Nee, er ist seinen Wunden erlegen. Er steht nochmal auf. Aber so war auf jeden Fall. Er steht nochmal auf. Wir haben bloß noch einen Schlag. Rennt verdammt lange dafür, dass es ein Strohmann ist. Aber gut, alles klar. Also die. Hä? Beruhig dich. Ja, alles klar. Also die Strohspuren auf dem Boden sind dafür da, um die auszuschalten. Dauert halt Ewigkeiten. Selber direkt anzündeln können wir die leider nicht. Wir machen definitiv die Tür zu. So, und auch das Guckloch. Bitte einmal zu und wir legen uns schlafen. Wir haben das Brett gar nicht dabei, oder? Was wir uns auf den Bauch gelegt haben. Ich glaube nicht. Na, hoffentlich wird es eine ruhige Nacht. Warum die jetzt hier reingekommen sind, verstehe ich nicht ganz. Können ja auch nicht nur böse auf uns sein. Also warum die den Walter und Co. noch nicht angegriffen haben. Keine Ahnung, vielleicht sind sie aber doch alle nur böse auf mich. Sah gerade ganz komisch aus. Wieder der Erste, der hier aufsteht. Ne, obwohl hier drüben ist leer. Wir sprechen natürlich nochmal mit Walter. Ich habe kein Gewehr. Corin? E la contrahau con l'altra partita, il segnau. Per quel che ti era sturz, stai a sorprendere la responsabilità. Wenigstens gesteht seine Fehler ein. Era sulette via. E c'era un buon manco. Lo sapessi in prima piazza la montagna, suente la val, e lo tot. Chi hai quai quei omvegli? Qua importa popli. Ihr finiu? Elle de pi de zenis in personier della montagna. Ti sbaglias. Gli omveglia libers. Bo pusaiva. Nu se van engenauel. Nu se van chafauel. Ed arrestauel. Ella transformau la caplotta de Jeremias en in fantom stier. Na na. Ella si sculms. Perché sma scescilo. Ja, er täuscht sich wirklich. Okay. Bella ciao, bella ciao. So, wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt definitiv einmal zu dem Haus von Serpentini, um die kleine Florina abzuholen. Anscheinend denkt er wirklich, er hätte den alten Mann hier gefangen halten können. Aber er hat sich wohl getäuscht. Wir wissen zumindest jetzt, wie wir die Straße freimachen. Einmal Kanone ballern, habe ich definitiv Bock drauf. Und wir müssen unbedingt nochmal auf Toilette. Nein, Spaß. Wir müssen unbedingt zum Haus unseres Opas. Denn da haben wir den Schlüssel für den einen Raum noch gefunden. Und vielleicht kriegen wir dort sein altes Gewehr. Wäre zumindest ziemlich schön. Wir speichern nochmal und machen hier an der Stelle Schluss. Morgen um 12 geht es dann wie gewohnt weiter. Bis dahin. Macht's gut.